Heute haben wir das Thema Gewöhnung an Hubschrauberflüge. Das ist ein Highlight für die Diensthundeführer. Für die Hunde geht es darum, dass sie gewöhnt werden an diese Lärmkulisse und an diese Windstärken, die da im Nahbereich des Hubschraubers auftreten. Abhängig davon, wie der Hundeführer seinen Hund das vermitteln kann, dass er ihm Sicherheit gibt, geht das blitzschnell, dass der Hund im Hubschrauber ist, weil wenn er den Wind verlassen hat, im Hubschrauber selbst spürt er diese Windgeräusche nicht mehr und auch die Lärmkulisse ist eine andere. Also im Hubschrauber selbst haben die wenigsten Hunde Probleme. Das ist immer die Annäherung und das Weggehen. Also mich haben zwei Sachen mehr interessiert, die Polizeiarbeit und die Arbeit mit Hunden. Seit ich ein Kind bin, haben wir immer Hunde gehabt, mehrere. Und deswegen war für mich die Berufswahl eigentlich eindeutig, weil genau die zwei Sachen einfach drin vorkommen. Ja, jetzt das erste Mal mit dem Helikopter fliegen, das war für uns beide, also für mich und für den Diensthund, eine neue Erfahrung. Wir haben das beide noch nie gemacht, ich alleine auch noch nicht und dann mit dem Hund noch dazu. Die Nervosität war schon vorhanden, am Anfang vor allem beim Einsteigen, weil ich nicht gewusst habe, geht es jetzt mit mir, will es weg. Aber wir haben das beide dann eigentlich ganz gut gemeistert und der letzte Meter war ein bisschen Herausforderung, aber sie ist dann schlussendlich eingestiegen. Und auch im Helikopter selber dann, sie war total entspannt, zwar mit dem Maulkorb oben, aber sie hat dann in die Luft geschaut, das Gelegen am Platz und das war dann eigentlich eine ziemlich entspannte Sache.